Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Star Wars Jedi Survivor. Wir machen weiter und können ja jetzt endlich durch diese grünen Tore. Oh, toll. Danke nochmal für den Talisman. Hier wären Speicherpunkte gewesen. Auf jeden Fall, Freunde, cool, dass ihr wieder dabei seid. Schnellreise nicht erlaubt. Kam mir gerade im Sinn, dass wir einfach jetzt Schnellreise machen nach oben zu dem anderen, damit wir uns die Kiste holen. Geht nicht. Wahrscheinlich, weil hier gerade die Action abgeht. Ja, wie gesagt, wenn es euch weiterhin gefällt, gerne auch weiterhin unterstützen. Danke dafür, danke für den Support. Schauen wir doch mal. Die werden zersmashed. Achso, ich dachte. Schnauze hier. Gute Arbeit, Jedi. Gleichfalls, Geist. Köpfe runter, ich schieße jetzt. Ah, stimmt, ich kann ja jetzt auch im Kampf dashen. Hammer, geil. Was denkst du dir eigentlich mit dem Schild? Dass du was Besseres bist? Ja, jetzt hat sich geblockt. Imperium hatte keine Ahnung, was sie erfinden werden. Gut, sie dürfen nie erfahren, dass der Pfad hier war. Na los, hol wir ihn uns. Die Rache wird mein sein. Okay. Wir kriegen dich schon. Das war's. Er muss einen Fehler machen. Ha! Kamerad am Boden. Das war ihre letzte Nahkampfeinheit. Was geht hier vor? Wir machen uns keinen Ärger mehr. Ein guter Kampf. Danke. Sackgasse! Kämpfen wir? Vertraust du mir? Natürlich. Was hast du vor? Keine Zeit für Erklärungen. Vertraust du mir? Ja. War das fürs Glück? Nein, für mich. Spring durch, Kerl! Jetzt! Das ist unglaublich! Glaub es ruhig! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Du schaffst das, Kumpel! Nein, ich dachte, ich muss da hoch. Okay. Das war knapp. Ernsthaft, dieses Ding muss eine Schwäche haben. Yo, was geht denn jetzt, ey? Warum war das die ganze Zeit nicht so krass? Auf diesem epischen Level. Hast du Spaß? Auch die Musik geht ja mega an. Ich hab mega Spaß gerade. Ja, hab ich. Juhu. Yo, übertreib! Ey, hohoho. Warum ist die ganze Zeit so, Mann?
Nein, nein! Ich stand gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich hab's zu spät gesehen. Egal, dafür sehen wir das hier nochmal. Boah. Okay, hier ist nämlich der Punkt. Jo! Dann kämpfen wir zusammen. Jetzt oder nie. Vor allen Dingen die Musik geht ja auch mega ab. Wie hast du das gemacht? Es ist ein Ritual, das ich nach meiner Rückkehr nach Datomir entdeckt habe. Es ist anstrengend. Vertrauen. Von einer unerbittlichen Waffe des Imperiums in die Enge getrieben, küsst Marin Kerl und bittet ihn, ihr zu vertrauen. Sie können lebend entkommen und ihre Beziehung schlägt einen neuen Weg ein. Alles okay? Mir geht's gut. Komm schon, bringen wir diese Codes zu Seer. Warum nicht die ganze Zeit auf diesem Level? Warum? Das war ja, das Spiel war ja nicht annähernd bisher auf diesem Level gerade von der Bombast-Action. Warum? Ich muss mich konzentrieren. Warum? Ja, yeah. Was sollte das, BD1? Ja, BD1, was willst du denn sein? Ja, was ist denn los? Hey, worauf reagiert er die ganze Zeit? Wir haben jetzt 68,7%. Was? Jetzt kann ich den kleinen Roboter noch schneller hinterher dashen. Aber an den Ballons können wir uns, oder an diesen kleinen Drohnen können wir uns immer noch nicht ranziehen. Das fehlt immer noch. Tja. What? Das sah ein bisschen komisch aus. Wieder. Und man merkt sofort, sobald wir hier in dem offeneren Gebiet sind, ist sofort gefühlt 10 Frames niedriger. Was ist das für ein Killertrupp von den Monstern da unten? Wenn die hier durch die Gegend stampfen. Okay. So. Ja, direkt sind die Frames im Keller. Ach Mann, ey, das ist so. Scheiße, einfach nur. Gegner nähern sich. Meinen Kräften entkommt niemand. Unterschätzt uns nicht. Okay. Geil, einfach nichts getroffen. Gib mir ein Ziel.
Hier, Kumpel! Hör auf dein Zeichen! Stirb doch mal jetzt, du Schweine! Sau, du, ey. Das habe ich nicht gesehen. Gib mir ein Zeichen. Komm, ey, was ist denn hier los? Ich werde sie festhalten. Sehr gut. Ja, Cal. Ja, Cal. Sehr gut, Cal. Stehen keine Gegner mehr. Hat es keine Erfahrungspunkte gegeben oder was? Ich höre doch schon wieder. Vorsicht, Gefahr in der Nähe. So. Hat er mich gesehen? Ich bin überrascht. Sieht unbeschädigt aus. Bruder, Jo, das sind gefühlt 30 Frames nur, Alter. Meine Fresse, du. Gut, wir müssen. Gut, jetzt hätte man natürlich auch Teleportation dahin machen können, ja, ich weiß. Schnellreise meine ich. Aber. Wie kommen wir da rüber zum Beispiel zu dem Checkpoint? Haben wir den schon mal? Nee, den hatten wir nicht. Einfach noch rum. Ja, das gibt, also es gibt jetzt so viele neue Möglichkeiten. Durch die neuen Fähigkeiten. Ich bräuchte Hilfe, BD. Aber immer noch nicht genug. So ist es gut. Ist doch 100% was. Danke für die Hilfe. Etwas, Ich verzweifle noch an dem Game. In welcher Welt befinden wir uns hier eigentlich? Junge, meine Fresse. Dass er sich da nicht festhalten kann, das kann es doch nicht sein, ey. Ist ja nichts. Ja, gut. Alles klar, habe ich doch zu viel erwartet von den. Von den Entwicklern, sorry dafür, dass ich gedacht habe, da versteckt ihr was. Gegner voraus. Dann würde ich sagen, ist auch gerechtfertigt, dass es da komplett verpackt war wieder. Und los. Ja, wenn ich keine Erfahrungspunkte bekomme, wenn ich da drei Leute hintereinander platt mache, von denen dann scheiß auf euch. Halt dich. Oh, Leute, bitte, 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 geh doch da hoch. Die Angelegenheiten anderer Kulte einzumischen, würde euch zum Verhängnis werden, Schwester. Wie können wir nur zusehen, wenn Unschuldige leiden? Ich weiß, dass es schwierig ist, aber habt Vertrauen. Die Macht wird uns zu unserer wahren Bestimmung leiten. Gut, gut, gut. Ich muss meinen Geist freimachen. Ja, ja, das muss ich, glaube ich, auch mal machen. Das muss ich, glaube ich, auch Bist noch machen. Bist du fertig? Alles bereit. Das geht dich nichts an, ne? Das geht dich nichts an. Damit müssen wir nicht auf den Boden. Ja! Okay.
Lass mich. Das ist auch eine Kiste. Los! Wo führt das denn hin? Baron bleibt in der Wüste. Okay, gut. Hier waren wir doch schon, ne? Scheiße, hier sind wir. Hier sind wir, wo wir reingekommen sind, quasi in die Wüste. Da bist du ja. Brechen wir auf. Brechen wir auf. Habt ihr wohl recht. Wo sind die denn? Sind die oben? Ich glaube, die sind oben, ne? Ja, da sind sie. Gegner voraus. Was? Sie sind auf dem Gleichgewicht. Der Dash, der holt so vieles raus jetzt. Seine Freunde oder was? Lächerlich. Ich bin allen dankbar, die diesen Weg vor mir beschritten haben. Mit der Zeit kann ich Jeddah hoffentlich so sehen, wie sie es einst taten. In dieser Galaxis herrscht Aufruhr. Und wir brauchen die Weisheit derer vor uns. Feindgesichtet! Du bist okay! Krass, wie die jetzt hier die Raketen rausfeuert. Noch eine Kiste. Nice. Wanderer. Ich muss bei meiner Robe bleiben, bei der Jedi-Robe. Los, handeln! Wir haben sie beleidigt!
Schlange machen. Bleib wachsam. Hält mich auf, du. Oh! Hilfe! Sehr gut. Okay, warum konnte ich die Bombe nicht wegwerfen? Das ist auch wieder keiner, glaube ich, oder? Hierher, Kumpel! Alles okay? Nein. Schlag jetzt zu! Faszinierend. Ich habe ein Leben lang die Geheimnisse der Siffe untersucht. Und jetzt erwartet mich ein Füllhorn an verlorenem Wissen. Eine erschütternde Aussage, dass diese Galaxis zu groß ist für einen Geist, für ein Leben. Aber ich finde das aufregend. Was für eine Freude zu wissen, wenn meine Schritte im Sand verschwinden, andere meinen Platz einnehmen werden. Enno Cordova entwickelt ein tieferes Verständnis für seine vergangene Suchen, während er tiefer in eine neue vorstößt. Nee. Gut, warte mal, das würde ja Sinn machen, dass wir natürlich erstmal die Kugel hier rüberballern. Ja. Sei nicht frustriert, wenn der Weg unklar ist. Niederlagen. Oh. Einer von dem selbst ein alter Mann wie ich. Ist er denn jetzt wie so ein nasser Sack runtergefallen, einfach das? So. Okay. Aha. Aber das hat geholfen. Oh yes. Okay. Nicht runterfallen, wie Nasser sagt. Danke. So, jetzt müssen wir das Ding nur noch mal ändern. Genau. Das war ja hier hinten, glaube ich, oder? Das Seil nehmen wir. Miteinander verbunden sein. Cordova würde es wissen. Yes! Oh, stark! Starkes Ding! Das ist nicht schlecht. Dann hat sich das Nerven ja wieder gelohnt. Ja. Aber die sind miteinander verbunden. Aber ich glaube, da, um darüber zu kommen, müssen wir endlich die Fähigkeit bekommen, wie wir uns da an diesen Droiden oder Drohnen-Dingsbums da langhangeln können, ranziehen können. Vorher geht es nicht.
Vorher geht es leider nicht. Trockene Ebene. Da brauchen wir die Fähigkeit auf jeden Fall noch. Und wie gesagt, keine Ahnung, wann wir die endlich bekommen. Also was heißt endlich? Wir haben ja zwei hintereinander jetzt bekommen. Ist gut. Aber. Ja. So, okay. Das war geil. Was soll ich sagen? Also das Finale dieser Mission oder dieses Abschnitts. Und durchatmen. Episch, bombastisch, fette Action, fette Mucke, fette Bilder. Warum das bisher erste und einzige Mal bisher? Also, warum? Ich finde nämlich persönlich mit dem, was du hier an Budget hast, was du an einem Entwicklerstudio hast, was du an den Hauptfiguren hast, Planeten hast, mit Star Wars und so weiter, von der Abwechslung her, von dem, wir gehen von einem Schauplatz zum anderen und wir können richtig Bombast-Action machen mit sehr vielen verschiedenen Droiden, mit Maschinen, mit Raumschiffen, mit Jedi-Power, Jedi-Action und hast dich gesehen. Das müsste, oder es könnte Uncharted sein, auf einem noch abgedrehteren Level sein. Also, wisst ihr, was ich meine? Von der Abwechslung her, von der Action her, von den Kräften her, von den, was passiert da eigentlich? Das könnte Uncharted wie Uncharted sein, nur noch eine Stufe krasser. Nicht vom Spiel an sich, dass es vielleicht besser ist, das meine ich jetzt nicht, sondern noch ein bisschen abgedrehter. Weil ich glaube nicht, dass du... Ey, ich mag Respawn normalerweise, wie gesagt, hier haben sie Scheiße gebaut, aber wahrscheinlich wegen Zeitdruck und so, wegen EA. Ich glaube nicht, dass sie es auf Naughty Dog Level für mich persönlich schaffen, so, aber so könnte ich mir das vorstellen, weil auch von der Abwechslung her, von den Planeten her, dass du immer wieder an einem neuen Schauplatz bist, unterwegs bist, dass du wirklich, du suchst ja etwas und diese Suche hättest du jetzt schon auf mehrere verschiedenen Planeten machen können. So, das war's, das wollte ich nochmal sagen. Wir hören uns. Haut rein.